Also ich bin lang bei Atok geblieben, weil ich hatte halt bisher eigentlich keinen Grund gehabt zu gehen. Mir gefällt es ja eigentlich ganz gut und ich habe das Gefühl, dass wir uns nach vorne bewegen und dass ich mich auch entwickeln kann hier. Und ja, mir gefällt es ja gut. Ich habe das Gefühl, dass Atok mich auch gerne hier hat. Von daher ist es so ein gegenseitiges Ding, so ein Loyalitätsding, glaube ich. Und ja, ich glaube, das ist der Grund. Ja, und ich persönlich war, wenn mir eine Organisation gefällt, dann bleibe ich da auch gerne länger. Bisher bei meinen Teams war ich, bei den letzten drei Teams war ich mindestens ein Jahr, weil mir einfach die Organisation gefallen hat und sie mich richtig behandelt haben und auch ich alle Personen gemocht habe in der Organisation. Und hier bei Atok fühle ich das halt auch. Wenn wir jetzt keinen großen, sonderlichen Erfolg hatten bisher, gefällt es mir und ich würde auch gerne weitermachen. Für mich persönlich das Highlight war, glaube ich, die Premier Tour in Berlin in den LEC-Studios. Das war für mich so das größte Highlight. Auch schade, dass wir verloren haben, aber wir hätten das auf jeden Fall gewinnen können. Das war auf jeden Fall sehr knapp. Und ich glaube, das war für mich halt so ein unfassbar schönes Event, auch wenn wir nicht Erster geworden sind. Ich denke, das ist auf jeden Fall mit Abstand das Beste gewesen. Stimmt, Xio, voll und ganz zu. Also auch in der LEC-Bühne gespielt zu haben, da hat man auch das professionelle Feeling von dem LEC-Studio auch gehabt. Und ja, also leider haben wir nicht gewonnen, aber beim nächsten Mal klappt. Also ich fand den letzten Split, hat schneller geklickt einfach. Wir kamen sehr gut, schnell gut miteinander klar. Es war wie so eine Bromance im Team. Das war echt, also hat echt Bock gemacht. Und ich finde im Vergleich zu diesem Split, also es ist ein bisschen langsamerer Start. Ich glaube, es ist generell nicht so heftig wie letzten Split, dass wir uns so gut bestehen, aber wir kommen schon gut miteinander klar und es wird mit jeder Woche besser. Das liegt einfach an die Persönlichkeiten, die neu dazugekommen sind. Die Gilles und Rales, die sind wirklich Trial von Person, meiner Meinung nach. Und ja, das hat sich auf uns alle übertragen und wir haben uns natürlich angepasst. Könnt ihr mit wenigen Worten eure Teamkollegen beschreiben? Also, das heißt, jede Person einzeln. Wir fangen an mit Klei, okay? Klei. Okay. Motivierend. Motivierend, sehr motivierend. Ja, keine Ahnung, der gibt halt manchmal random einfach so Komplimente so aus dem Nichts. Der ist so übelst positiv manchmal. Also ich sag, es ist ein Leader, ja. Rales? Den kennen wir noch gar nicht so gut, ne? Ja. Der ist jetzt neu hier. Der ist sehr... Der ist direkt, sehr direkt, würde sehr ich sagen. Sehr direkt, ja. Er sagt einfach, was er denkt. Sehr, sehr direkt. Er flamet mich gerne. Xio auch. Der ist, Manchmal habe ich das Gefühl, dass er sehr traurig ist. Er hat immer so eine traurige oder saure Ausstrahlung, weißt du? Ja. Gilius. Troll. Gil ist der größte Troll, überhaupt, jetzt ernsthaft. Ja, er ist der mit Abstand größte Troll. Aber ist auch ein richtiger Troll, der hat es innerlich. Ja. Er fühlt sich auch wie ein absoluter Überking. Das sieht man auch. Ja. Xio. Ja. Boah. Du sag nichts Falsches. Ich kann nichts sagen. Du kannst nichts sagen. Nein, Mann. Ich weiß, was ich zu dir sagen würde. Guter Kollege. Ich sag zu ihm, er ist verwirrt. Verwirrt? Ja. Ja, bist du auch. Ja, er ist doch, verwirrt. Doch, du auch. Du auch. Wir sind beide verwirrt. Ja, komplett verwirrt. Deswegen sind wir auch noch geblieben. Ja, ja, deswegen sicher. Also, menschlich muss man sich nicht wirklich verstehen, aber ist natürlich besser. Ich hatte zum Beispiel in meinen vorherigen Teams, dass ich Persönlichkeiten nicht auseinandergesetzt haben, also außerhalb vom Spiel. Aber dann trotzdem in-game haben sie natürlich immer beste Leistung gezeigt und da haben wir auch wirklich das Team zusammengehalten, auch wenn sie halt wirklich sich nicht so verstanden haben, würde ich sagen. Deswegen ist es natürlich immer besser, wenn sich zwei Personen verstehen. Aber wenn es ums Spiel geht, dann muss man halt trotzdem bei der Sache bleiben und jeden halt respektieren und wirklich sein Bestes geben. Man fängt halt immer wieder irgendwo bei Null an, bei manchen Sachen, also was Kommunikation angeht. Also es ist schon schwierig, aber ist jetzt nichts, was nicht machbar ist. Also ich denke schon, dass man das, ja, dass du durchziehen kann. Das ist jetzt nicht so ein großes Problem, wie man vielleicht denken möchte. Also man hat auch viel Zeit. Und ja, man hat viel Zeit. Es kommt kurz vor, aber wir verbringen halt wirklich den ganzen Tag zusammen und das ist also eigentlich ganz lang. Ja. Welcher Pro-Player hat dich am meisten in deiner Karriere beeinflusst und warum? Also aufs persönliche Leben nicht wirklich, aber also ich würde sagen, Faker habe ich mich halt viel beeinflusst und kürzlich halt Caps. Weil der hat halt so einen ganz anderen Playstyle als jeder andere und hat halt damit Erfolg. Ja, Caps. Ich finde, das inspiriert halt so sein eigenes Ding durchzuziehen und nicht einfach nur anderen zu folgen. Was mir an Caps halt gefällt, dass er
Er spielt viel Solo-Queue und er spielt es einfach, er spielt auch ziemlich schlecht oft in der Solo-Queue, aber das macht ihm gar nichts aus, der macht sich keinen Gedanken. Der hat irgendwie so ein, dem macht es überhaupt nichts aus, Fehler zu machen. So, ich glaube, viele haben damit Probleme wenn die schlechte Games haben oder schlechte Tage haben, dass sie dann halt Zweifel haben an sich selbst oder so. Und ich glaube, das hat er einfach nicht. Der redet sich das einfach ein oder er kommt damit halt gut klar, Niederlagen einzustecken. Und das ist halt schon was Wichtiges oder was Bewundernswertes. Stimme ich dir zu. Caps, wunderbar. Ja. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, um ein Spiel nochmal zu spielen, um eine Situation nochmal zu erleben, welche wäre es? Berlin Premier Tour. Wir haben da solche große Fehler gemacht, die eigentlich so dumm sind. Wir hatten die Spiele in der Hand, nicht nur eins von den drei Losses, sondern eigentlich jedes. Und die haben wir alle weggeschmissen, deswegen würde ich es gerne nochmal spielen. Aber ich meine, was passiert ist, passiert. Ich glaube, für mich wäre es 2015, als die Challenger Series gespielt haben, Qualification für LCS. Das erste Game, da habe ich einen ziemlich großen Fehler gemacht und deshalb haben wir verloren. Oh, das ist Klatsch. Ja. Okay. So weit war ich noch nicht. Also, Hashtag fast LCS. Ja, genau. Ja, das ist wahrscheinlich der Moment, wo ich nicht zurückdrehen würde. Das Wichtigste ist, dass man aus den Fehlern lernt und weitergeht.